schön, dass es Gate Masters jetzt 10 Jahre gibt und ich so lange dabei sein durfte. To celebrate 10 years with such a strong field, such competitive drivers, it's just cool to be a part of it. Being a part of the ADAC GT Masters this year as the 10th anniversary is quite special. Wir haben viele attraktive Rennen, spannende Rennen und hoffentlich geht es in den nächsten 10 Jahren genauso gut weiter. I think the GT Masters is really, really strong in terms of the amount of drivers that participate. Wenn die ersten 20, 25 Autos in Qualifying in einer Sekunde sind, dann ist das Feld so nebeneinander. Bei keiner anderen Serie hast du das. Zudem noch die Fannähe, wo die GT Masters auszeichnet, ist für uns ein absolutes Highlight jedes Rennen. Dadurch, dass natürlich auch Fernseher natürlich am Wochenende 2 Stunden live übertragen wird und Sponsoren drücken hier rein. Der ADAC hat bewiesen, dass er eine tolle Plattform geschaffen hat. It just shows we have the best of the best drivers, best teams, best cars. This is really a cool atmosphere to be a part of. Noch in der Startaufstellung stehen, da ist eigentlich der spannendste Moment im ganzen Rennen. Wichtig ist, dass man immer voll konzentriert ist und bei der Sache ist. I try to be myself, to joke, to be happy, because I'm really happy to drive. Ich unterhalte mich gerne in der Startaufstellung mit Team, mit Fans, mit Gästen von uns. Das lenkt mich ein bisschen ab, dass ich nicht so nervös bin. Welcome to the ADAC GT Masters. Feuerfrei, die Formations- und Einführungsrunde steht unmittelbar bevor. Sport 1 für Martin Ragginger. Heute Startplatz 2, am Ende vielleicht ganz oben aufs Podium. Wir versuchen natürlich alles, was dabei rauskommt, am Ende von der Stunde. Especially in the GT Masters, where you have the spectators cheering. Probably the best feeling in the world, rolling up to the line. I'm most nervous actually when Chris is in the car during the start. The League of Super Sports Cars ready to make a fantastic race. Now is the start and push. Racing, 1 hour of GT Masters race action to come now. Eine Stunde Renndauer. Los geht's. They're going to be side by side. In der ersten Kurve kann man das Rennen nicht gewinnen, nur verlieren. Man fällt lesen, wer bremst wo. Beim letzten Mal von 16 auf 8 am Nürburgring, da ist es gut gelungen. Da war es Luca Ludwig, der da mal richtig angegast hat. Just push as much as I can. And every single hole I see, I just go in. This guy pulls charge, yes, up the inside he goes. Berührung, da ist er auch. Goes through, goes wide, can he get the car turning? 15 Sekunden bis das Boxenstoppfenster öffnet, 10 Minuten Zeit. Driver changer, as you said, really unique. The pit stop window is open. Wenn wir eine Sekunde, zwei beim Fahrerwechsel verlieren, dann ist das sehr, sehr schwierig auf der Strecke wieder aufzuholen. Für den Fahrer, der reinsteigt, der muss dann halt auch von Anfang an es auf den Punkt hinkriegen. Festschnallen, Motor starten und wieder raus. They're going to be side by side. Oh! It's going to be very, very close indeed. The Porsche on the outside line takes the lead. Die GT3-Autos sind toll zum Zusehen. Das sind richtige Rennautos. Da hat jedes Auto seine eigene Klasse und Individualität. Das macht es für den Zuschauer auch so attraktiv, diese Autos mal zu erleben. It's a big muscle car with a big V8. Really nice to drive and yeah, it's a really nice car. Beautiful, powerful, successful. Schöne Rennwagen, schöne Performance, schöne Rundungen, auch schöne Kanten und Ecken. Fantastica. Porsche ist ein Mythos. Ich bin schon seit Kindheit Porsche-Fan, bin sehr froh, jetzt mit einem Porsche zu fahren. Hallo, ist ein Porsche. Brauchst du dazu mehr sagen?
Linie sind ganz gerade und aggressiv. Also es sieht wirklich aus wie ein Rennraket. AMG steht für Performance, steht für Leidenschaft. Ich finde das Auto persönlich sehr schön gelungen. Der Heckpartie ist sehr breit und irgendwie bullig, wirkt sehr aggressiv. The BMW M6 is a really good car, I think. It's a brand new car. It looks really, really aggressive, really sharp, really big as well. I think it's a really, really nice car. Das ist eigentlich ja, ein Auto, das eigentlich gemacht ist für die Filme. So viel Grip, so viel Aerodynamik, so viel Leistung, ja, das kannst du fast nicht vorstellen. Unser Auto ist ein Rechtslenker, aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, nach zwei, drei Runden, ist es alles drin. It's just quite unique to race a luxury Bentley Continental on the track against all the supercars and actually kicking their ass. Feuer im Heck des Bonaldi Lamborghini. The Porsche getting sideways, he's off the road! There's going to be contact between the two of them. It's motorsport, it has contact. Es war einfach ein Rennen, was für uns extrem gut lief. Bang, round goes Renault. Du weißt, wie sich der Teamkollege auch fühlt. Schwarz-weiß kariert. Glückwunsch an die Laufsieger. Wow, what a dramatic race. When you can be that guy on P1, you know you did a fantastic job. Wenn es um die Meisterschaft geht, ist die letzte Runde natürlich die allerschönste. Es fällt so viel Druck von einem ab, das kann man gar nicht beschreiben. Ich glaube, das ist für jeden Rennfahrer das Größte, wenn man da oben steht, nicht nur für die Fahrer, sondern auch für das Team. Das ist das, was uns einmal antreibt. Und deshalb ist es natürlich toll, wenn man dann mal den Schwung ganz nach oben schafft. Oh, to heck with the media photographs. Let's just crack open the champagne now, chaps.